Guten Morgen, ich grüße euch. Wir haben Dienstag. Ja. Und ja, die Nacht war gut, die Nacht war kurz. Wir haben jetzt 8 Uhr und Olivia macht Fratzen im Spiegel. Wie hat die Oma gestern gemacht? Mit den Ohren. Bäh. Und wir starten in den Tag, genau. So, ich stelle jetzt mal die Waage hin. Und dann bin ich gespannt. Was? 116? So viel wiegen wir beide? Das gibt's ja nicht. Komm, geh mal runter. Jetzt begebe ich mich mal ohne dich. Ja, wartest du kurz? Wartest du? Komma 9. Das ist ja schon wieder mehr geworden. Aber das ist ganz normal. Man kann nicht immer nur abnehmen. Das ist nämlich ein Auf und Ab. Das ist zwar mehr als die letzte Woche. Aber das ist ganz normal. Im Großen und Ganzen ist immer das Ergebnis, was zählt. Ich garantiere euch, dass ich morgen definitiv weniger haben werde. Und ich bin gespannt. Wie viel wiegst du denn? Musst du mal runtergehen? Geh mal runter und wieder drauf. Wow! Sag mal, der Mama 14,5 wiegst du. Ja, und so starten wir in den Dienstag. So, jetzt gibt's den Kaffee. Kaffee schwarz in einer schönen Tasse. Ja, lass ihn mir jetzt schmecken. Heute gibt es zu essen Brokkoli, irgendwas. Was gibt es da? Brokkolinski? Ja? Brokkolinski. Zeige ich euch später. Erstmal wach werden. Jetzt gibt es zum Frühstück in flüssiger Form unser Guten Morgen Shake. Da steht da, 2 Liter sind das, die teilen wir uns. Ich habe mir schon. Für die Liver gibt es Lakritz. Da sind drin wieder gefrorene Früchte, 400 Gramm Erdbeeren und Blaubeeren. Bananen, 8 Datteln, Leinsamen, 2 Paranüsse, aufgefüllt mit Wasser. Gut durchpüriert, es tut gut, ist lecker, ist frisch, schön kalt. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Ja. Haar. Warte, mache ich die ab. Ja, das gibt es jetzt zum Frühstück bei uns, genau. Die Mama hat was gezaubert. Lecker Essen. Und ja, es ist eine Zwischenmahlzeit, das lassen wir uns jetzt schmecken. Belegte Brote mit Aufstrich, unserem veganen. Dann da Paprika, Maiskörbchen, ein bisschen Lauch, Fenchel, Silberzwiebeln. Ja. Kommt genau richtig, das lassen wir uns jetzt schmecken. Dann geht die Arbeit ganz geschmeidig weiter. Mittagessen gibt es jetzt. Ja, hast du schon mal So, probiert? das Wetter ist umgeschlagen, jetzt sind wir da schnell rein, haben alles soweit fertig gekriegt, aber jetzt gibt es Brokkolinski mit Reiscurrypulver. Brokkolinski ist Brokkoli drin, Bohnen erkenne ich, Zwiebeln, Möhrchen, Linsen, Kokos ist da wahrscheinlich drin, Kokosmilch, ne? Kokosmilch. Was noch? Passierte Tomaten? Zwiebeln, passierte Tomaten, Knoblauch. Möhren. Ja. Habe ich gestern im Food Diary gekocht. Im veganen Kochbuch ist das auch drin, glaube Ja. ich. Ja. Dazu gibt es einen bunten Salat, Kohlbiber, ein bisschen Feta-Käse. Und ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. Möchtest du auch Kohlbiber? Mehr. Feta gebe ich dir gleich. Warte, tu mal deine Gabel da weg. Ich mache mal noch ein bisschen Schärfe mit drauf. Gut aus der Türkei. Und er ist am Schlaf. So, lasst uns schmecken jetzt. Guten Hunger an uns. Kaffeezeit. Wetter ist schlecht. Wir sind wieder drin. Ätzend. Fing dann voll an zu rechnen und zu usseln. Oh, hat er mir mal mein Käffchen gemacht. Nach dem Essen. Nach dem. Ja, ihr seht, draußen stürmt es. Lasst uns jetzt. Zu Kaffeezeiten Käffchen schmecken, ohne Kekse, ohne Kuchen. Aber ich bin noch nie der Kuchenfreund. Ja, lass uns jetzt schmecken. Oh, das habe ich ganz vergessen.
Es gab wieder einen leckeren und einen ekligen Shake. Beide gesund, beide frisch gepresst mit dem Slow Juicer von der Mama. Den werden wir übrigens auch auf Reisen mitnehmen, ne? Den Slow Juicer nehmen wir auf jeden Fall mit, ne? Ja, weil er ist echt super. Gesund, hat, ne? Und überschüssige Vitamine. Wir nehmen ja zurzeit viel mehr Vitamine auf, als der Körper braucht. Aber das wird ja ausgestoßen dann. Ich bin zu oben. Ja, deswegen. Haben wir uns jetzt schmecken lassen. Jetzt gibt's das Abendbrot. Hier sind Pilze aus der Heißluftfritteuse. Hier haben wir Paprika, Tomaten und Knofi. Und das besondere Highlight, Pommes. Sind gekocht, 4 Minuten im kochenden Wasser. Und wir machen einmal jetzt hier, haben wir halt so ein veganes Brathähnchen Würzsalz noch gehabt aus dem Aldi Österreich, Hofer Österreich. Das machen wir uns jetzt in die Heißluftfritteuse. Eine Portion ohne Gewürz, ein paar Zucchini-Streifen machen wir damit rein. Und dazu gibt es dann Krautsalat. Was haben wir da noch? Gemischten Salat. Ja. Was gibt es jetzt? Naja, so ist er. Ja, das lassen wir uns jetzt zum Abendbrot schmecken, zum ersten. Wie spät haben wir das? 17 Uhr? Bestimmt nicht das letzte, da gibt es noch mehr. Das zeige ich euch dann aber gerne. Und so sieht es jetzt aus. Das sind jetzt die Pommes dazu. Eine Paprika, ein paar Pilze habe ich schon gefuttert. Der Knoblauch liegt da drunter, ein bisschen Mayo und Ketchup. Das hauen wir jetzt uns rein. So, letzte Mahlzeit heute. Ich habe mal 2 Brote gemacht mit unserer Leberwurst und dazu gibt es jetzt ein paar Maiskörbchen, 3 Stück, die haben wir noch im Kühlschrank gehabt, dann haben wir das Glas auch leer. So, oh, da waren 4 drin und ein paar Silberzwiebeln. Lass ich mir jetzt schmecken noch das Abendbrot und dann war es das für mich heute mit Essen. Ja, jetzt wollen wir noch weg. Ja, und ich gehe da ganz stark von aus, dass morgen wieder ein bisschen weniger auf der Waage ist. Die letzten Tage war es ja eher gleichbleibend, aber ich sag halt, gleichbleibend ist immer besser als dass es drauf geht. Ja. Ich bedanke mich fürs Mitkommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren mit dem, was ich esse. Und ich freue mich, morgen euch wieder begrüßen zu dürfen oder nachher im Blog. Ihr Lieben, bis später mal.